Titel, Thesen, Temperamente. Doch zunächst zu den Waffen der Zukunft. Waffen, die zum Teil schon im Einsatz sind. Eine Künstlergruppe warnt jetzt vor ihnen. Nach den Anschlägen von London nimmt die Sorge zu. Wo liegt das nächste Ziel? Wen wird es treffen? Und auch der Wunsch nach mehr Sicherheit nimmt zu. Das ist mehr als verständlich. Noch aber scheinen wir relativ hilflos zu sein gegenüber dem Terror. Es war die Stunde der Warnenden. Auch Deutschland ist Teil eines allgemeinen Gefahrenraumes, der vom islamistischen Terrorismus bedroht ist. Den Gegner treffen. Sicherheit durch neue Technik. Bei den Waffen der Zukunft setzt ein Kunstprojekt in Stuttgart an, das zufällig einen Tag vor den Anschlägen Premiere hatte. Troja, Technologien politischer Kontrolle. Wir reden hier nicht von konventioneller, etwas technologisch aufgerüsteter Polizeitechnik, also nicht von verbesserten Polizeiknüppeln oder Pistolen, sondern wir reden von Waffen, die im Wesentlichen Gas, Schall, Schaum zum Schocken, Paralysieren, Immobilisieren und zum Vornehmen einer Korrektur in der Verhaltensweise der Bürger irgendwie beabsichtigen. 3 Jahre haben Arndt und seine Kollegen recherchiert, EU-Gutachten ausgewertet, Insidergespräche mit Waffenlobbyisten geführt. In einem extra angefertigten multimedialen Performance-Raum konfrontieren sie die Zuschauer mit ihren künstlerischen Ergebnissen. Zusammengefasst haben sie ihre Arbeit in 2 Büchern, Dämonen und Troja. Hier ist nachzulesen, was uns bevorsteht, woran bereits geforscht wird. Es flackert einem vor Augen bei Begriffen wie essbare Waffen, Maximalschmerzwaffen, Richtschallstrahler. Und diese Waffe ist bereits im Einsatz. Der Taser, der 2 Pfeile mit Drähten verschießt, durch die 50.000 Volt in den Körper der Zielperson jagen. Diese wird kurzzeitig gelähmt. Die meisten Bundesländer in Deutschland haben den Taser bereits angeschafft. Wie auch bei anderen Waffen gibt Amerika den Ton an. Der Taser ist das Aushängeschild der sogenannten nicht-tödlichen Waffen. Eine echte Alternative zur Schusswaffe, wie Polizeibehörden und Hersteller lobend hervorheben. Rund 70 Todesfälle jedoch bei Einsätzen allein in den USA trüben das Bild ein wenig. Auch wenn die allermeisten den Taser überleben, was geschieht etwa, wenn ein vom Strom gelähmter mit dem Kopf auf der Bordsteinkante aufschlägt? Dazu der Polizeisprecher von Hamburg, wo die Waffe seit Ende Juni gesetzlich zugelassen ist. Dann würde dieser Betroffene vermutlich sich verletzen. Über die Schwere kann man streiten. Wir sehen vor, in unserem Konzept durch die Zugriffskräfte, durch die Spezialeinheiten, die dann entsprechend geschult werden, diesen Mann oder diese Person aufzufangen. Das ist ein guter Plan. Deshalb wird er auch von der Werbeabteilung der Firma Taser International unterstützt. Wann aber stehen aufmerksame Polizisten so nah an einem angeblich hochgefährlichen Täter, dass sie ihn auffangen können? So sieht die Wirklichkeit aus. Amnesty International hat grundsätzliche Bedenken. Also der Einsatz von Tasern bei Polizei und anderen Sicherheitskräften ist aus unserer Sicht im Augenblick nicht zu rechtfertigen. Es müsste zumindest zunächst einmal eine völlig umfassende, neutrale Untersuchung über die möglichen gesundheitlichen Folgen stattgefunden haben. Die liegt bisher noch nicht vor. Nicht tödliche Waffen sind nicht harmlos, warnt auch das Internationale Rote Kreuz in Genf. Ob eine Waffe tödlich oder nicht tödlich wirkt, hängt davon ab, wie sie eingesetzt wird. Auch eine sogenannte nicht tödliche Waffe kann natürlich tödliche Wirkung haben. Das ist nur eine Frage der Dosierung. Eine Frage der Dosierung. Bei diesem Taser-Einsatz in Kanada liegt der Delinquent bereits am Boden. Die Zuckungen sind Folge des Stromschlages. In Hamburg übrigens, wo man das Polizeigesetz für den Taser geändert hat, steht kein Wort zur Dosierung. Das Problem nicht tödlicher Waffen liegt darin, dass der Begriff schon falsch ist. Nicht tödliche Waffen ist einfach ein Marketingbegriff, mit dem man versucht, bestimmte Einsatzschwellen zu unterlaufen. Das heißt, durch den Einsatz solcher Waffen gewissermaßen im Vorhinein eine Legitimation zu schaffen dafür, dass ein Eingriff möglich gemacht wird, der mit konventioneller Bewaffnung wahrscheinlich von den politischen Instanzen untersagt würde. Wird zukünftig also schnell zur angeblich nicht tödlichen Waffe gegriffen? Wohin drehen wir uns in diesen Tagen, da so viel von Sicherheit gesprochen wird? Der Staat braucht Waffen, um uns zu schützen. Waffen wirken aber auch einschüchternd.
Arndt befürchtet, dass ein möglicher Einsatz Bürger davon abhalten könnte, für ihre Ansichten auf die Straße zu gehen. Wenn diese Waffen, die uns Sicherheit versprechen wollen, uns eigentlich so tief verunsichern, dass sie den Leuten die Möglichkeit nehmen, ihre eigene Vorstellung von Demokratie zu artikulieren, dann sind wir einfach gar nicht mehr in einer Demokratie. Und wenn das technisch realisiert werden soll mit diesen Waffen, und ich befürchte, es geht ein wenig in diese Richtung, dann stehen wir vor einem riesigen Problem. Freiheit, sagt Otto Schily zu Recht, braucht Sicherheit. Aber um welchen Preis, das fragt Olaf Arndt und schaut auf die Waffen von morgen. In diesem Sinne sind seine Bücher Dämonen und Troja warnende Abrechnungen mit der Zukunft.